Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich hier mal wieder ein Aussortiert- und Flop-Video für dich. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Bei diesen Videos ist es so, dass ich die super weit im Voraus drehe, weil ich unregelmäßig natürlich meine Sammlung durchgehe und ausmiste. Heute ist zum Beispiel der 11. März. Das heißt, die Produkte, die ich euch jetzt hier zeige, sind sehr, sehr wahrscheinlich auch schon gar nicht mehr bei mir, weil wir haben ja Trashysaurus, wo ich immer wieder Produkte reinpacke. Heute habe ich Mädelsabend, da werde ich die ganzen Produkte mitnehmen und alles, was dann quasi überbleibt, geht bei uns tatsächlich auch in die Spende. Also da habe ich eine Möglichkeit, Sachen zu spenden, die schon benutzt sind. Alternativ kann ich auch über eBay Kleinanzeigen Beauty-Pakete zu verschenken reinstellen und so. Ne? Und da geht dann halt ruckzuck das, was hier ist, einfach weg, weil finde ich einfach sinnvoll. Dann werden die Produkte halt nicht schlecht. Und deswegen. Aber trotzdem habt ihr hier mal wieder unter dem Video die Möglichkeit, euch in den Kommentaren suchen und zu suchen und zu finden, denn ich habe schon in den letzten Videos gesehen, dass super viele Trash-Paket-Gruppen sich gefunden haben, also in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich, also richtig cool. Schreibt das einfach mal unten hier in die Kommentare rein, lest die Kommentare durch, interagiert miteinander und dann wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß dabei. Und jetzt zeige ich euch mal die Produkte. Ich teste mich immer wieder fleißig durch mein Sortiment und mache diverse Full Faces, probiere neue Produkte für euch aus und so. Und das kann natürlich in der Masse, wie es halt hier reinkommt, nicht bei mir bleiben, weil natürlich nicht alles bei mir so funktioniert. Ne? Also ich habe halt auch eine sehr sensible, trockene Haut. Das heißt, da funktioniert nicht alles drauf. Mein Hautton, mein Hauttyp ist ja auch ein ganz anderer, als es halt manchmal so der Fall ist, wenn man Produkte halt sich kauft, ne? Da ist selbst die hellste Farbe einer Foundation vielleicht nicht hell genug, weil ich habe einen sehr hellen Hauttypen mit neutralem, kühlen Unterton. Ich starte einfach mal mit einem Produkt, was ich tatsächlich auch schon mal zugeschickt bekommen habe, ist aber schon eine ganze Weile her. Und zwar von Unique, den Moodstruck Pressed Blusher. Das ist dieser hier, also quasi ein Blush. Ja, durch Blushes teste ich mich aktuell sehr intensiv durch. Das ist dieses Tönchen. Und hier habe ich mir aufgeschrieben, dass er super intensiv hier im Fältchen aussieht. Man möchte meinen, dass er explodiert auf der Haut, aber er ist mir persönlich nicht viel zu schwach. Ich trage jetzt nicht mega krasses Overblush, ne? Das sieht man ja auch, aber selbst den sehe ich nicht wirklich schön auf meiner Haut und deswegen, ja, muss der jetzt halt einfach gehen. Dann habe ich mit euch eine neue Marke ausgetestet und zwar bei Douglas gibt es die Marke 123, also das habe ich noch mit euch zusammen getestet in einem Video, mir deswegen auch die Produkte gekauft und da habt ihr ja schon im Video gesehen, dass nicht alles so funktioniert hat, wie ich mir das gerne vorstellen würde. Bei der Foundation, die ist viel zu wenig für mich, habe ich mir aufgeschrieben. Viel zu wenig. Also, es ist eine BB-Cream, ja, ist mir klar. Das ist halt keine Foundation, ist die Full Coverage ist oder so, ne? Ich habe heute ja auch eine natürliche Foundation drauf. Das ist von La Manufacture, dieses Natural Set. Das gibt es bei Purish. Ich weiß nicht, ob zum Zeitpunkt des Videos mein Code ClaudisWelt15 auf das Set gilt oder auf La Manufacture. Das ist ja immer nach verschiedenen Marken halt so kategorisiert. Da schaut auf jeden Fall bei Instagram gerne mal vorbei, denn da, poste ich immer, welche Marken aktuell mit meinem Rabattcode zu bekommen sind. Auf jeden Fall habe ich mir die Farbe 01 Light bestellt und das ist auf der Haut einfach bei mir fast nicht sichtbar. Das ist wie so eine... Oh, Entschuldigung, man sollte nicht schniefen, aber meine Nase, ne? Auf jeden Fall, das sehe ich bei mir halt nicht. Das funktioniert nicht. Nee, und für so eine leichte Perfektionierung, nee, mache ich halt nicht, ne? Weil ich... habe YouTube hier, also Social Media ist mein Beruf und wenn ich mich schminke, dann ist es ja meistens auch so, wie ich mich jetzt halt auch geschminkt habe. Das ist jetzt ja heute mal so ein dezenter Look, aber das ist schon mit einer Foundation und Rampampom und dann nicht so ein ganz leichtes High-Detail-Gedönsen, das macht für mich einfach keinen Sinn und ich weiß, dass genug in meinem Umfeld zum Beispiel sich da hart drüber freuen werden. Dann habe ich auch den Bronzer hier liegen, Bronzy Highlighting Balm, der Name sagt schon alles, ein Highlighting Balm, das ist halt glänzend, ne? Das macht für mich einfach keinen Sinn, als Bronzer ist fleckig geworden auf meiner Haut, fand ich nicht schön und ist halt so ein Pöttchen. Und wie gesagt, ihr könnt euch das gerne im Video mal anschauen. Ich habe es sicherlich verlinkt. Und fand ich jetzt nicht so geil. Aber gut, immerhin sind
nur die beiden Produkte halt insgesamt aussortiert worden, wenn ich das richtig sehe. Ja, dann habe ich auch mit euch zusammen ein Fullface Glam Shop geschminkt. Das ist ja so ein Shop aus Polen, ein Online-Shop aus Polen. Und da waren die Lidschattenpaletten ja so gehypt. Und ich wäre nicht ich, wenn ich nicht so neugierig wäre, wie ich bin. Und ich habe mir dann halt gedacht, komm, machst du einfach mal ein komplettes Fullface. Es ist ein bisschen durchwachsen gewesen. Ne? Also einiges ist aussortiert worden, insgesamt 4 Produkte. Die Lidschattenpalette, da bin ich immer noch mit am Struggeln, muss ich gestehen. So, die Mascara habe ich ja aussortiert. Das ist einmal die hier. Die ist einfach zu wenig. Einfach zu wenig. Ich mag halt gerne Wawa Womb Lashes. Ich habe jetzt heute auch zum Beispiel von Nabla mal wieder die Vicious Mascara drauf. Das ist einfach toll. Und ich mag es einfach, wenn ich krasse Wimpern habe. Ich mag es nicht, wenn es einfach nur ganz leicht ist. Das gleiche wie bei der BB Cream, ne? So ein Hauch von mag ich nicht. Ich möchte schon derbe. Und da fühle ich mich dann wohler mit. Auch das Augenbrauengel war mir zu wenig. Das hat zu wenig Halt gegeben. Das hat mir einfach keine Freude bereitet. Deswegen ist es nicht in die Sammlung eingezogen. Und bei dem Fixing Spray, das war ja echt ein Mega-Reinfall. Das war so derbe, brennend. Und ich habe ja danach und auch bis heute tatsächlich richtig Augenprobleme gehabt. Ne? Also meine Augen haben richtig gebrannt und sind so schuppig geworden und so. Und auch wirklich noch so Tage danach. Und ich kann mir vorstellen, dass dieses Fixing Spray, Setting Spray auch so seinen Teil dazu beigetragen hat. Ne? Weil bevor ich das verwendet habe, war es noch nicht so schlimm. Naja, zu der Foundation kommen wir gleich. Ich bin hier total organisiert, weil ich gehe hier an meiner Liste entlang. Okay, ein paar Produkte habe ich nicht aufgeschrieben, aber egal, wir schaffen das. Dann habe ich ein Produkt von Eveline Cosmetics ausprobiert, das Varieté Light Reflecting Translucent Loose Powder. Ja, das kann ich nur verwenden, wenn ich hier wirklich vor der Kamera sitze, weil im realen Leben sehe ich aus wie ein Vampir, der glitzert. Das ist wunderschön, aber es hat halt wirklich Schimmerpigmente mit drin. Und das kann ich mir vielleicht vorstellen, dass man das so als Art Body Highlighter, als ganz, ganz zarter Body Highlighter verwendet. Oder wenn man auf eine Party geht oder so. Leute, ist immer noch Coroni Caponi und da werden wir immer, ich weiß nicht, wenn das Video online ist, wieder die aktuelle Situation ist, aber ich glaube nicht, dass wir bis dahin noch irgendwie groß Party machen können. Dann habe ich die Love Self Love Eyeshadow Palette aussortiert, die hatte ich mal irgendwo in einem Adventskalender oder so mit drin. Bei Lidschattenpaletten ist halt oft der Fall, ich habe eine sehr, sehr große Sammlung an Lidschattenpaletten und dann vergleiche ich natürlich erstmal die Marken untereinander und dann halt auch mit anderen gleichwertigen Marken. Und hier ist es halt, dass ich auch die Love Gold Palette habe und da sind halt die Farben drin enthalten. Ne? Das ist eine super Qualität, also super weich, super schöne Alltagspalette, kann ich echt für jeden empfehlen, der halt so einen Alltagslook schminken möchte. Ab und an, ihr seht es ja, mag ich das auch, das ist von Max Factor eine Palette, die habe ich schon vor 100 Jahren mal gekriegt von der lieben Ela, glaube ich, weiß ich gar nicht, oder? Weiß ich nicht. Ne? Und die habe ich heute halt auch drauf, weil irgendwie, weiß ich nicht, ich schminke meine Freundin heute sehr bunt und da habe ich mir gedacht, komm Claudinchen, machst du dir selbst einfach mal einen zurückhaltenden Look drauf. Ne? Auf jeden Fall schöne Palette, geile Qualität, super buttrige Töne, aber wie gesagt, in der Gold-Palette habe ich schon die Töne mit drin, das ist ja dieses Riesenvieh, ne? Finde ich auch total geil. Dann habe ich ein Produkt aus einer Beautybox aussortiert, habe ich mich eigentlich drüber gefreut, als ich das in der Box drin hatte, weil das ja auch so süß aussieht. Von Sophia und Mabey, diese Retro Satin Powder Blush Geschichte. Ist keine Palette, ist ein Blush. Das gibt es auch, glaube ich, noch als kleine Palette oder so. Und das hatte ich in so einer Mystery Box mit drin aus einem anderen Land und das war echt cool eigentlich, aber ja, das ist eher ein Highlighter und für einen Highlighter ist es mir zu dunkel, für einen Blush ist es mir zu schimmerig und ich mag schimmerige Blushes, das streite ich ja nicht ab. Ich mag jetzt zum Beispiel super gerne von Milani den Luminoso, aber das hier ist einfach für mich persönlich ein dunkler Highlighter und das funktioniert nicht. Die Foundation von Glam Shop habe ich noch ein bisschen länger ausprobiert, das habe ich ja auch in dem Video gesagt. Ne, dass ich die Produkte dann auch nochmal mit anderen Produkten kombiniere, hier mit einem anderen Primer auch kombiniert. Ich habe auch die Farbe Alabaster 1, also auch schön hell, für mich wirklich sehr, sehr gut. Aber selbst mit Primern, die ich so im regulären Alltag verwende, die müssten, wenn ihr, wie gesagt, das Video seht, das ist sicher aufgebraucht schon, von Riva Loves Me, den So Cozy Primer, weil ich habe ja von der Riva Loves Me mit Maxim Limited Edition auch den, habe ich gerade Highlighter gesagt? Primer, genau. Und das ist ja, glaube ich, der gleiche, ne? Den wollte ich dann jetzt einfach leer machen. Und von Becca habe ich den Backlight Priming Filter aktuell in Anwendung. Und das funktioniert eigentlich mit fast jeder Foundation und macht ein schönes, gesundes Hautbild, aber mit dieser Foundation hat es auch nicht funktioniert. Also, nee, war nicht gut. Dann habe ich die Essence-Neuheiten getestet, die jetzt, wenn das Video kommt, nicht mehr so neu sein sollten.
Kissed by the Light, das Illuminating Powder in der Farbe 01 Star Kissed. Ist es ein Blush, Bronzer oder ist es ein Highlighter? Meiner Meinung nach ist es eher ein Highlighter oder ein All Over the Face macht drüber gedönsen. Ich verwende das nicht. Nee, also ich habe die Bronzer-Variante davon behalten, weil ich mir das als Bronzer-Topper sehr gut vorstellen kann, aber jemand, da habe ich halt einfach keine Verwendung für. Bei dem Essence Fix and Last Make-Up Gripping Jelly Primer muss ich leider gestehen, dass der halt auch nicht mit meinen Foundations so funktioniert. Also weder mit der Manufaktur-Geschichte noch hier mit der Madara, die ich ja auch auf meinem Schminktisch stehen habe, die auch sehr, sehr zuverlässige Foundations sind, ne? Hat das nicht funktioniert, das war einfach echt schäbig und deswegen, ja, ciao Kakao, ne? Was habe ich denn hierzu aufgeschrieben? Zu trocken, ja, ganz einfach zu trocken, läuft. Dann habe ich hier die, ich habe ja auch quasi einen Foundation-Test gemacht in dem Essence-Video. Diese Foundation aussortiert, die ist ja eigentlich neu aufgelegt worden, aber irgendwie ist die mir mittlerweile, ich weiß es nicht, die ist zu trocken. Stay All Day 16 Hours Long Lasting Foundation und ja, wie gesagt, die ist mir auch zu trocken. Und klar, jetzt gerade in diesem Moment, wo ich dieses Video drehe, bin ich quasi an der trockensten Phase meines Jahres, ne? Also die Luftfeuchtigkeit bei uns ist immer extrem niedrig, überhaupt, ne? Alles ist sehr, sehr trocken. Es hat seit Wochen gefühlt schon nicht mehr geregnet und dementsprechend ist alles noch trockener in meinem Gesicht. Und ja, da merke ich das halt nochmal alles ein bisschen intensiver, wie wenig dann die Produkte zu mir passen. Und ich habe ja wirklich eine trockene, sensible Haut und ich tue so viel, wie ich kann, um sie halt mit Feuchtigkeit zu versorgen. Wenn ich dann aber Produkte habe, die halt nicht damit funktionieren, dann müssen sie halt gehen, weil ich habe echt eine große Sammlung, wo ich genug Produkte drin habe, die halt meiner Gesichtsgeschichte gut tun. Dann habe ich auch die beiden neuen Foundations von Essence wieder aussortiert oder gar nicht erst einziehen lassen. Das ist einmal der Hydro Hero 24 Stunden Hydrating Tinted Cream. Abgesehen davon, dass es auf meinem Gesicht nicht funktioniert hat, ist er mir einfach zu dunkel, obwohl es die hellste Farbe ist, 10 Soft Nude. Nee, genauso ist es auch hier mit dieser Magic All-in-One Face Cream Healthy Look in Seconds. Ich sag's immer wieder in diesen Aussortiert-Videos und ich muss es mir auch wieder sagen, dieses passt sich jedem Hautton an, ist nicht für mich geeignet, weil nein, ist einfach nicht so, ne? Dann habe ich hier eine Palette, die, das geht mir so leidig ab, muss ich wirklich sagen. Eigentlich müsste ich die in so einer Erinnerungsschublade packen oder eine Erinnerungskiste oder keine Ahnung. Das ist eine meiner ersten Lidschattenpaletten, die ich mir je gekauft habe. Luvia Secret of Amira ist es nämlich und die ist so schön eigentlich, aber mittlerweile gibt es halt echt bessere Qualitäten und ich habe mir hier auch einiges zu aufgeschrieben. Ich schminke hier immer denselben Look mit, habe ich geschrieben, da ich auch mit anderen Paletten, was ich auch mit anderen Paletten machen kann. Ja, ein bisschen krackelig ist die Schrift da drin. Ist auch so. Jedes Mal verwende ich tatsächlich diesen Ton mit diesem Ton für den unteren Wimpernkranz und auf dem Auge wird es dann irgendwie nudig. Ne? Also ich meine, viel mehr Möglichkeiten hast du hier nicht. Oder du drehst es um, dass du oben halt das Bunte hast. Jetzt hängt das Ding ja in meinem Oberteil. Und ja, deswegen, also da habe ich andere Paletten, auch von Twicey mittlerweile, wo ich halt auch so einen schönen Türkiston drin habe und einen schönen Blauton in Schimmer. Und ansonsten hast du hier wirklich nur 50 Shades of Brown. Und nee, ne, die roten Töne verwende ich ungefähr gar nicht. Also diesen Armor und auch den Horizon Copper, das ist gar nicht so meine Welt. Es ist mir zu rot, sehe zu krank mit aus. Deswegen lasse ich sie weiterziehen, ja. Dann habe ich hier einen Concealer, da habe ich irgendwie noch ein Klebi drauf gemacht, irgendwann, weil er mir mal irgendwann gepasst hat mittlerweile. Ich weiß nicht, ob man, jetzt kriege ich den Klebi nicht ab, ist auch egal. Jetzt mittlerweile funktioniert es halt gar nicht mehr oder ich habe mich damals zu dunkel geschminkt, ich weiß es nicht. Von Physicians Formula habe ich hier nämlich diesen Nude Wear Concealer, Touch of Glow und der ist wunderschön, wirklich. Habe ich ja auch, ich meine in dem Schminki von Ungeschönt mit Sarah Isabel für Februar verwendet, ne? Verpackungsopfer Edition. Und ja, ne? Gibt bestimmt jemanden, der den toll findet. Das ist so ein Hochdrehvieh-Applikator. Aber wie gesagt, hübsch, aber nichts für mich. Nicht geeignet. Auch wenn der eigentlich ganz schön ist, aber der ist halt echt zu dunkel, ne? Habe ich da noch mal zu aufgeschrieben? Zu gelb, ja. Passt. Dann habe ich, ja, von Essence auch aus dem neuen Sortiment. Also das neue Sortiment von Essence hat nicht so gut bei mir abgeschnitten. Die Volume Mascara Sensitive But Wow. Also ich persönlich vermisse den Wow-Effekt bei dieser Mascara. Der war nicht vorhanden. Also nie. Deswegen wird die jetzt auch weiterziehen. Dann etwas, was mich mega enttäuscht hat, weil, ja, das halt super teuer auf der Homepage verkauft wird und ich das einfach furchtbar finde. Sunny by René, das ist dieser Love Blush Bronzer Highlighter, alles in einem Produkt.
glaube, knapp, doch, 25,95 soll der kosten, ne? Habe ich gestern noch irgendwie ein Video geschnitten, wo ich den auch gezeigt hatte. Genau, in meinem Fullface Beauty Boxen war das nämlich. Und ja, also einmal finde ich hier das von der Optik her wirklich nicht schön gemacht. Und das Produkt an sich steht mir einfach null. Ich habe das auf jegliche Arten auch versucht, schön zu finden. Aber die Farbe passt mir nicht als Blush. Als Highlighter ist es mir safe zu dunkel. Als Bronzer kann ich mir den nicht auftragen, weil dazu passt es mit meinem kühlen, neutralen Unterton nicht. Ne? Da brauche ich halt irgendwas Kühleres. Und nee. Einfach nie. Und ja, da wird sich jemand anderes drüber freuen. Und war halt in dieser Mystery Bag oder Mystery Box von Februar drin enthalten. Dann habe ich hier eine Mascara, die mich auch enttäuscht hat. Also ziemlich viele Mascaren, die relativ neu rausgekommen sind, haben mich echt enttäuscht. Die 5-in-1 Hybrid Mascara von dem Asa Magic Finish, das ist diese hier. Auch die war mir zu wenig, ne? Genau. Schlecht macht nichts, habe ich mir aufgeschrieben. Das ist leider so, ne? Also die hat wirklich nur so Fizzle-Wimpern bei mir gemacht. Fand ich nicht cool. Dann habe ich auch aussortiert von Riva Loves Me HD Perfection Make-up in der Farbe 01 Light Ivory. Farblich eigentlich eine ganz gute Geschichte, aber auch die ist mir einfach zu trocken. Die habe ich aus Trashy Saurus rausgenommen und mal gucken, ob eine meiner Freundinnen sich vielleicht drüber freuen wird. Dann habe ich von Blumi den Olala Le Blush Creme in der Farbe Pink Mood. Der war einfach ungefähr nicht sichtbar, obwohl der halt recht krass pigmentiert hier rauskommt, ne? Aber wenn man den dann aufs Gesicht aufträgt, bei mir hat er sich weggeblendet und da ich ja auch immer danach nochmal abpuder, ist er dann weg. Also ganz leicht scheint er noch durch, aber für mich ist es einfach zu wenig. Für dieses Produkt habe ich einfach keine Verwendung, weil ich einfach keine Rötung in dem Sinne habe. Das ist von Gosh Mix and Fix Color Drops Neutralizes Rednesses. Also das kannst du dir in deine Foundation mit reinmachen, wenn du möchtest. Oder direkt auf das Gesicht geben oder punktuell auf Rötung. Es ist ein Color Corrector. Ich benutze keine Color Corrector. Nie. Dann habe ich hier ein Puder von Affect. Auch das war mal irgendwo in der Box drin. Das ist mir einfach zu gelb und zu wenig fein irgendwie, weiß ich nicht, finde ich sehr schade. Skin Luminizer Pearl Powder, ich glaube, das hat sogar einen Schimmer drin, was habe ich denn dazu aufgeschrieben? Zu dunkel, ja, da habe ich einfach nur zu dunkel aufgeschrieben, ja. Ist nicht meine Welt. Und dann kommen wir zu zwei Lidschattenpaletten von Mad Beauty, die ich mir bestellt habe. Das ist eigentlich eine Lidschattenpalette, die halt wirklich Ariel ruft von den Farben her. Kann man nicht anders sagen, das ist eine schöne Palette. Wirklich, eine schöne Palette. Auch die Qualität ist schön. Da kann man auch tolle Looks mit schminken. Da hatte ich auch einmal meine Freude mit gehabt. Und ja, ne? Aber ich vermisse hier helle Schimmertöne drin. Das heißt, ich muss die immer mit was anderem kombinieren. Ich finde es halt schwierig, damit was Schönes zu schminken. Das ist eben so mein Ding dabei, ne? Weil sie schreit halt schon sehr, sehr laut und hat halt sehr, sehr dunkle Schimmertöne mit dabei. Für meinen Geschmack, es ist ja nur mein Geschmack, ne? Brauche einfach hellere Schimmertöne drin in sowas. Dann habe ich hier die Disney Villains Eyeshadow Palette. Ja, die sieht natürlich super geil aus von außen, auch von innen. Ne? Die scheint aber natürlich auch auf den ersten Blick schon sehr dunkel, was nicht unbedingt so meine Komfortzone ist. Die beiden Töne sind sehr interessant, weil das sind, glaube ich, auch Duochromes, wenn ich das... Ja, das sind Duochromes. Und also eigentlich auch eine gute Qualität. Auch hier vermisse ich tatsächlich den hellen Schimmerton. Da hätten sie besser dieses Queen wegmachen können, was ja so ein Pressed Glitter ist, was ich ja immer furchtbar finde. Die matten Töne sind wirklich top, habe ich aufgeschrieben, aber die Schimmertöne kriege ich weder mit dem Pinsel noch teilweise mit dem Finger auf die Augen drauf. Deswegen ist zum Beispiel dieser Ton Sinister ein bisschen, ja, zerstört. Ich gucke mal, ob meine Mädels da irgendwie Bock drauf haben oder ob die in Trashysaurus irgendwie was ein schönes neues Zuhause findet, ne? Weil an und für sich ist es eine recht neutrale Palette, ne? Ja. Okay, dann sind mir zwei Mascaren ausgetrocknet. Auch das passiert nun mal ab und an bei der Menge, die man zu Hause hat, ne? Und das möchte ich ja eigentlich vermeiden, deswegen versuche ich die ja immer recht schnell weiterwandern zu lassen. Bei der No Limits Mascara von Banana Beauty kann ich mich eigentlich daran erinnern, dass sie eigentlich total geil war. Aber, wollte sie letztens wieder verwenden und siehe da, sie ist pupstrocken. Das ist halt so ein Gummibürstchen, ne? Und eigentlich hat die damals echt gut funktioniert. Das ist jetzt wirklich schade, weil die geht in Müll. Genauso auch die Catrice Go Big Go Bold Mascara. Ja, ne? Auch das ist halt so eine Mascara, die mir dann leider eingetrocknet ist. Ja, passiert selten, aber es passiert. Und das ist quasi ein Dupe zu der MAC Mascara 4D Dimension oder wie die heißt, weiß ich nicht. Also sehr, sehr dupig dazu unterwegs. Die beiden sind leider, ja, Uppe. Jetzt habe ich allerhand Sachen, wo ich mir leider nichts zu aufgeschrieben habe. Zuallererst kommen wir zu Nagellacken. Da sage ich jetzt nicht explizit, warum ich den Ton oder so aussortiere.
ich habe einfach genug und habe dann verglichen und dann habe ich ähnliche Töne gehabt, die einfach ähnlich waren, aber schöner. Und dementsprechend sind diese Töne dann aussortiert worden. Da habe ich einmal von Catrice Gold Effect Nail Polish in der Farbe 07 Lustrous Seduction. Das hat so Goldschimmerpartikel mit drin und ist, glaube ich, lila. Dann so ein richtig toller, mintiger Ton von Sally Hansen in der Farbe 842 Mojito. Den habe ich mal eine Zeit lang echt rauf und runter getragen. Dann habe ich hier den Catrice More Than Nude Nail Polish in der Farbe 16. Hopelessly Romantic, hoffnungslos romantisch quasi. Dann von Essie habe ich hier einen Nagellack in der Farbe 796 High Maintenance, Maintenance oder so. Das ist so ein rosa Ton. In einem Neon Orange aus der neuen Reihe von Catrice, den Catrice Neon Blast Nail Polish in der Farbe 02 Dazzling Orange. Dann habe ich nochmal von Essie in der Farbe Make a Splash so einen. Der hat so rosa Schimmer mit drin und ist hellblau. Ich glaube, der trocknet auch so ganz interessant runter. So leicht matt ist es dann auch. Ein sehr schönen Blauton von Terre et Beauté ist das. Ein Lagon Bleu Tönchen, so heißt der. Auch ein schöner Blauton. Dann habe ich hier von Annie einen, der ist so, ja, rosa, silber, gold, Glitzer. Also den kann man auch sehr gut als Topper verwenden. Die Farbe nennt sich, keine Ahnung, A10, 29Z1. Das ist immer ganz schwierig, wenn die so komische Farben haben, ne? Dann ein in Orange von Essence, The Gel Nail Polish 66 Shade of Happiness. Ja, ein schöner Orangeton. Dann habe ich hier von Sephora ein, auch das eher so ein Toppertönchen in so einem nudigen, goldigen Champagner-Gedönsen, ja, hat aber glaube ich, doch, 140 ist da die Farbbezeichnung. Sieht so aus. Ist eigentlich ganz hübsch, das Tönchen. Dann nochmal so ein Neon-Gelb, das habe ich aus Trashosaurus rausgenommen. Da hat Catrice jetzt aber tatsächlich einen rausgebracht, der deckender ist. Neon Explosion in der Farbe 01 Sunny Side. Da kann man am besten, wenn man den richtig auftragen möchte, darunter einen weißen Lack geben. Dann knallt das halt so richtig. Dann habe ich hier nochmal am Ende der Nagellack-Aussortiergeschichte zwei Nude-Tönchen aussortiert, die ich auf den Nägeln trage. Ich weiß jetzt nur nicht, welcher ist. Look to Go Nude Beige. Ich glaube, das ist der hier. Ich weiß noch nicht, welche Farbe das dann ist, aber das ist, müsste der auf diesem Finger jetzt gerade sein. Ne? Ich bin halt eher so der knallige Mensch. Und hier von Belle Hypoallergenic, auch hier, keine Ahnung, wie die Farbe heißt. 01 ist es, glaube ich. Atmungsaktiver Dauerlack. Hier auf diesem Daumen habe ich den drauf. So ein altrosa Tönchen, ne? Genau. Und dann habe ich noch zwei Schwämmchen aussortiert und zwar ist es einmal von Real Techniques einer und einer, wo ich nicht mehr weiß, wo er herkommt. Doch da, Sunday, okay. Auf jeden Fall sind das halt so Schwämmchen, die mit Samt so überzogen sind. Die sollen halt super dafür da sein, um damit halt auch Puder aufzutragen. Mache ich nicht. Also, nee. Also ich, ja, trage Puder unter meinen Augen auf. Warum ist hier ein Loch unten drin? Egal. Und mache das aber einfach mit meinem regulären Schwämmchen, was ja schon feucht ist und womit ich meine Foundation eingearbeitet habe. Da brauche ich die jetzt nicht. Und damit kann ich persönlich meine Foundation nicht vernünftig einarbeiten. Dieser Lippi wurde jetzt aussortiert. Note 202 Lovely Pink. An und für sich eine schöne Farbe, habe ich aber zuhauf schon da tatsächlich. Also da, ne? Habe ich schon genug von. Von dem Asam die Self-Tanning Drops für Gesicht. 30 ml sind hier drin. Ich habe ja von Beauty Mates den Selbstbräuner Booster und habe die beiden quasi miteinander verglichen und der Vergleich endete schnell, denn wenn ich den von Beauty Mates verwende und ich mische das ja quasi in meine Bodylotion mit rein, ne? Ist alles tutti, sieht wirklich super aus, hat keinen Orangenstich oder sowas. Der hier hat leider einen Orangenstich hinterlassen und er hat auch tatsächlich hier meine, seht ihr glaube ich auch, ne, meine Hände so eingefärbt. Ich habe danach zwar ein Handpeeling gemacht, aber der hat echt, also nee, der muss jetzt einfach gehen. Bei Beauty Mates könnt ihr, wenn ihr möchtet, euch den Selbstbräuner Booster gerne angucken. Ich glaube, preislich liegen die recht gleich auf. Und bei Beauty Mates könnt ihr mit meinem Code Claudi30 sogar noch ein bisschen was sparen. Ist ein Affiliate-Rabattcode. Dann habe ich einen Primer aussortiert. Ich habe keine Ahnung. Anti-Smog Primer von Belle Hypoallergenic. Der muss jetzt einfach mal gehen, weil ich da einfach null zugreife. Und was soll der dann hier?
Dann habe ich von Dominique Cosmetics eine Lidschattenpalette aussortiert. Ich vergesse immer, wie die heißt. Don't be a lady, be a legend heißt die nicht. Born to make history auch nicht. Die hat irgendeinen coolen Namen, die habe ich von Purish mal zugeschickt bekommen. Ich muss aber gestehen, dass ich die leider nicht so geil finde jetzt im Nachhinein. Bei mehrmaliger Benutzung, weil dieser Schimmerton, also die knallt, ne? Die macht auch schöne Looks, aber ich persönlich bin jetzt nicht so der rosa-rot-Lidschattentyp. Ist nicht so ganz meine Welt. Dieser Empire, der krümelt halt über den Tag ziemlich runter und der Rainer-Ton ist halt wieder so ein Pressed Glitter, den ich einfach nicht verwende. Man sieht es kaum, ne? Ich habe ihn, ich glaube, kein einziges Mal verwendet, nur einmal ein bisschen geswatcht. Nee, da habe ich andere Paletten mittlerweile, die deutlich bessere Qualität haben und schöner einfach sind und mehr Auswahl haben. Dann habe ich hier von Too Faced einen kleinen Blush, Strawberry Fruit Cocktail Blush Duos. Richtig süß, ne? Da sind auch so kleine Erdbeeren drauf und so schaut der aus. Der sieht auf meiner Haut einfach nicht so gut aus, der kommt nicht wirklich rüber, ist im Prinzip fast gar nicht vorhanden, das ist zu schwach für mich tatsächlich. Und dann von Urban Decay auch noch ein Blush, Afterglow Highlighter, habe ich bei meinen Blushes aber einsortiert, ist aber eigentlich ein Highlighter, der mir zu dunkel ist, also von daher, naja, Fireball ist hier die Bezeichnung. So schaut der von außen aus, ganz hübsch, ne? Ja, und von innen, es ist halt wirklich eigentlich ein Highlighter, der einen wirklich viel zu dezenten Highlight-Effekt hat und als Blush ist er natürlich viel zu hell, also... Ne, nichts für meinen Hauttypen, Hautgedönsen hier. Ihr Lieben, das waren jetzt so meine aussortierten Produkte und ist schon mal wieder ordentlich gewesen, hat Luft gegeben. Ich werde natürlich weiter ausprobieren, austesten und aussortieren. Das heißt, wir sehen uns dann wahrscheinlich in einem Monat an dieser Stelle hier nochmal wieder mit neuen Produkten. Und das war's dann auch hier von mir. Vielen, vielen Dank, dass ihr bis hierhin dran geblieben, was? Dran geblieben seid. Genau, dran geblieben seid. Das ist sehr freundlich, genau. Oh. Und wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen aussortiert, aufgebrauchte Rampampam-Videos. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!